Irgendwann werden alle verschwunden sein, die jetzt auf der Erde leben. Alle ohne Ausnahmen, und dann wird es andere geben. Die werden sich lieben, die werden sich hassen, und oft mit viel Blabla. Und manche werden wie immer fragen, wozu sind wir eigentlich da? Als ob das so großartig wäre, nach dieser Erkenntnis zu streben. Ein Auto ist zum Fahren da, und wir wahrscheinlich zum Leben, wahrscheinlich zum Leben. Vielleicht sind wir nur ein Abfallprodukt von kosmischen Prozessen. Vielleicht wird durch unser Verhalten ein fernes Fieber gemessen. Vielleicht ist die Sonne eigentlich irgendwo der letzte Schrei. Und wir sind dabei auch entstanden, aber mehr so nebenbei. In Träumen ist es manchmal leicht, die Schwerkraft aufzuheben. Die Blumen sind zum Blühen da, und wir wahrscheinlich zum Leben, wahrscheinlich zum Leben. Und was wir mit Sicherheit wissen, wir sind so groß und so klein. Die ganze Menschheit ist im Weltall relativ allein. Und den Halt, den wir alle so brauchen, wie Liebe und andere Gründe, den können wir, wenn überhaupt, bei anderen Menschen finden. Und wenn das alles Unsinn ist, damit kann ich leben. Nur wer aufgehoben ist, kann auch andere heben. In Träumen ist es manchmal leicht, die Schwerkraft aufzuheben. Die Blumen sind zum Blühen da, und wir wahrscheinlich zum Leben, wahrscheinlich zum Leben.